Hallöchen, liebe Pokémon-Freunde da draußen und herzlich willkommen zur Let's Play Pokémon der Feuerroten Edition. Ich danke wie immer fürs Einschalten, danke auch wie immer fürs Bewerten der letzten Folge und ohne viel Zeit zu verlieren, machen wir direkt weiter. Und ich drücke natürlich wie immer die falsche Taste. Folgendes, ich habe zwischen dem Part ein wenig gelevelt und zwar ist die Katja jetzt, die Katja ist jetzt auf Level 20 und hat die Attacke Zahltag gelernt. Nur, dass ihr das mal wisst. Und ich habe rausgefunden, was das mit diesen, mit ihrer Fähigkeit zu tun hat. Ich glaube, Katja kann mehrere Items auf einmal tragen. Das ist ganz cool, denn das habe ich beim Leveln festgestellt, dass Katja sowohl eine Zitrusbeere als auch eine Sinebeere? Die gegen Gift, ich glaube Amrona-Beere oder so ist das. Ist ja auch vollkommen egal. Mir ist aufgefallen, wir haben die Dicta-Höhle bislang noch gar nicht gemacht. Und da gehen wir in dieser Folge durch. Ich werde aber Schutz einstellen in dieser Folge, weil ich natürlich nicht jedes Mal ein wildes Dicta treffen möchte. Für den Beginn zeige ich euch natürlich aber hier mal ein Dicta. Denn es habt ihr im Let's Play ja so noch gar nicht gesehen. Deshalb, also Daxtio ist die Dicta-Höhle. Die führt wieder nach... Wie hieß die Stadt? Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, die Stadt. Hab den Namen gerade völlig vergessen. Auf jeden Fall führt die in eine Stadt gleich zu Beginn des Let's Plays zurück. Wie hieß sie denn noch? Ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch egal. Hier tauchen auf jeden Fall Dictas auf. Dicta höchste Stufe, glaube ich, 23, wo man Dicta fangen kann. Es taucht aber auch hin und wieder ein Dictri auf. Das von Stufe, ich glaube, 26 bis sogar 32 möglich ist. Also nur, dass ihr es mal gehört und gesehen habt. Wir haben jetzt hier zwei Dictas besiegt. Ich möchte aber, damit der Part nicht irrsinnig lang geht, habe ich mir ein wenig Schutz gekauft. Und den möchte ich jetzt hier verwenden. Und hoffe, dass er mir 100 Schritte freies Geleit gibt. Und ich hier schön durchmarschieren kann, ohne dass mich hier irgendwas angrabbelt. Oder mir so ein Dicta einen Haufen von unten vor die Füße legt. Das, brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, Schutz wirkt nicht mehr. Gleich die nächste Schutzdose reinhauen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie lang der Tunnel wirklich war. Ich glaube so, gut, wir sind raus. So, was kannst du hier im Feld zu mir? Es ist stockdunkel und furchtbar gruselig. Wenn nur ein Pokémon mit einem Blitz für Licht sorgen könnte. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo wir Blitz herkriegen. Naja, wir gucken mal. Warum kann ich hier dahinter laufen, wenn hier nichts ist? So, was haben wir hier für ein Häuschen? Auch wenn Pokémon ausschalten, kann später das Spezialtechnik wie zum Beispiel zur Schneider anwenden. Ah, okay. Sehr schön. Schutz wirkt nicht mehr, okay. Ich suche nach Abra. Tauschst du es gegen Pantimos? Ui! Das wäre natürlich ein cooler Tausch. Pandimos ist doch ein Psycho-Pokémon, oder? Das könnte man sich natürlich überlegen, aber gut, ob man nun Pandimos oder Abra mit ins Team nimmt, ist glaube ich gehuppt wie gesprungen. Sobald eines deiner Pokémon Blitz erlangt, kannst du dich in den Felstunnel wagen. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eichs Assistent. Wenn du mindestens 10 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich, VM05. Also, Hyrus, hast du 10 unterschiedliche Pokémon gefangen? Nö. Ach doch. Hä? Ich habe 10 und... Super, du hast 10 unterschiedliche Pokémon gefangen. Einfach klasse, ja, hast du das redlich verdient. Hyrus erhält VM05. Blitz. Kann ich selbst die Dunkel... Hä? Ich habe doch nicht... Pokédex 10? Ach, es zählen ja die Entwicklungen als Pokémon mit, die ich quasi im Besitz habe. Deshalb habe ich quasi 10, weil sich ja Glumanda zu Glutexo entwickelt hat. Eine Entwicklung, oder ein mehr gefangenes Pokémon, dann Tauboga, 2 gefangene, Nidorino, 3 und schlussendlich noch Garados, 4. Deshalb haben wir statt 6 Pokémon, die wir aktuell im Team führen, 10 gefangen. Ja, nice. Das ist sehr gut. Da haben wir immer ein VM05 bekommen. Wo ich mich aber gerade auch frage, welches Pokémon ich das wiederum beibringe für die Höhle, in die wir nachher noch gehen müssen. Wer kann das denn lernen?
Oh, Katja kann das lernen. Na, mega. Da ist Katja hier so gerade mein Allrounder, was alles lernen muss. So. Und verlernen tut sie. Der Gegner wird mit Münzen beworfen, das Geld wird erstattet. Das bringt mir gefühlt gar nichts, weil der schmeißt immer 90 Münzen nach dem Gegner. Macht genauso viel Schaden wie ein Kratzer, kann ich auch Zeittag wieder vergessen. Oder schmeißt der einfach Münzen und ich sammle mehr auf? Wahrscheinlich nicht. Ich hau Zeittag wieder weg und erlerne Katja Blitz. Ich weiß, dass Blitz nicht so viel bringt. Aber Katja ist ja unser Allrounder, der diese VMs lernen kann. Und trotzdem muss ich sagen, ist Katjas Angriff nicht mal so verkehrt, muss ich echt mal gestehen. Das Training ging wesentlich einfacher bislang bis zu Level 20, als mit Jan, der Tekkekot ab Level 15. Die Werte sind gar nicht so verkehrt. Also Katja hat einen guten Angriffswert. Gut, Spezialangriff, Spezialverteidigung, auch Verteidigung an sich nicht ganz so geil, aber Initiative und auch der Angriffswert, die sind gar nicht verkehrt. Initiative sowieso nicht, also Katja ist sauschnell. Ich glaube, sie ist sogar, ja, also mit dem Level von Pikachu ist sie sogar schneller als Pikachu. Also gar nicht so verkehrt. So, wir haben unsere VM05 abgeholt. Harris hat Ether gefunden, sehr, sehr schön, das nehmen wir natürlich auch noch mit. Was haben wir hier noch? Paraheiler, sehr gut. Finden wir noch irgendwas? Anscheinend nicht. So, und hier wir können das ja mal kurz machen. Hier kämen wir auf die Cayman-Inseln. Nein, natürlich nicht. Wir kämen hier zurück nach Vertania City. Da waren wir auch schon, ganz am Anfang. Hier müssen wir nicht durch. Hier dahinter hat sich nur ein Pokéball befunden. Aber wir haben hier unten, glaube ich, was, wo wir mit dem... Genau, hier können wir mit dem Zerschneider hin. Da können wir ja mal eben kurz reinlunsen. Ich glaube, der kann uns hier aber nur eine Attacke beibringen. Gehen, ich bin wohl eingenickt. Ich habe geträumt, dass Traumato meine Träume fressen wollte und ich erlande das Fressen von Träumen. Das ist unheimlich. Lass mich einem deiner Pokémon Traumfresser beibringen. War Traumfresser die Attacke, die eine Attacke gesperrt hat? Habe ich überhaupt ein Pokémon, was Traumfresser erlangen könnte? Katja. Ja gut. Nee, das brauchst du, glaube ich, nicht. Gut, Traumfresser kann erlernt werden. Brauchen wir nicht unbedingt. Dann können wir nämlich auch schon wieder zurück. Dann haben wir oben eigentlich nichts mehr, was wir machen müssen. Können wieder durch die Dicta-Höhle zurück und können dann wieder nach Vertania aufbrechen. Und ich würde sagen, Freunde, das mache ich hier schnell offscreen, damit von eurer kostbaren Paarzeit nichts verloren geht. Denn ich möchte jetzt wieder irgendwo so um die 15 bis maximal 20 Minuten einpendeln. Nach der letzten Folge, die ist ein bisschen übertrieben gewesen. Aber ich wollte unbedingt den Orden noch gemeinsam mit euch erreichen. Von daher, alles gut, alles schick. Wir gehen jetzt hier zurück durch die Dicta-Höhle. Das mache ich aber offscreen. Wir sehen uns dann gleich in Urania City wieder, Leute. So, wir sind zurück in Urania City, meine lieben Freunde. Und hier steht noch ein Professor, der ist jetzt neu. Oh, hallo, Hyrus, wie geht es dir? Ich bin es einer von Professor Eichs Assistenten. Hast du bereits einen anderen Assistenten getroffen? Er hat ein Paket von Professor Eich für dich, Hyrus. Er sagt, er sucht dich bei Route 2. Wenn du bei Route 2 bist, halte nach ihm Ausschau. Warte mal, Route 2? Was war denn Route 2 mit dem Paket? Route 2? Wartet mal, wir müssen mal, wir haben ja eine Karte. Route 2. Wo ist denn Route 2? Route 4. Route 3. Route 2 Dickdas Höhle. Ach, das war jetzt wahrscheinlich der uns VM 005, also sprich Blitz, gegeben hat. Gut. Alles klar, dann können wir uns zurück nach Azuria City begeben, meine lieben Freunde. Also einmal ganz fixi, flotzi hier durch den Tunnelpfad gelaufen. Das cheat ich mal ein bisschen. Hui! Gut. Ein bisschen Schnelligkeit hier, damit das Let's Play ein bisschen schön spannend bleibt. So, dann holen wir uns nämlich jetzt direkt noch das schöne Fahrrad ab. Das wollen wir nämlich alle sehen, oder? Möchtest du den Zerschneider einsetzen? Ja, selbstverständlich. Möchte ich sehr, sehr gerne. Und jetzt holen wir uns nämlich noch hier im Fahrradladen das schicke, schnieke Fahrrad ab. Ich möchte ein Hollandrad kaufen. Ein Mountainbike hat keinen Gepäckträger.
Die Fahrräder sind ziemlich cool, aber unheimlich teuer. Ja, die kosten irgendwie 1 Million, wenn man kein Fahrradticket hat. Oh, das ist ein Radcoupon. Okay, es gehört dir. Harris tauscht den Radcoupon gegen das Fahrrad. Man braucht es hier in der Edition, finde ich, nicht mehr wirklich. Damals in den alten Rot und Blau, da war es enorm nötig, weil da konnte man nur so, diese Geschwindigkeit, die ich jetzt hier gerade gehe, konnte man dort nur gehen. Also das war dann schon ein bisschen nervig. Aber hier in der Edition kann ich rennen und das finde ich angenehmer, als die ganze Zeit mit dem Fahrrad zu fahren. Von daher, wir werden es nicht so oft benutzen. Wenn überhaupt. Auf dem Fahrradweg später. So, und hier können wir jetzt endlich weitergehen. Und hier auf dieser Route erwarten uns natürlich der ein oder andere Trainer. Das weiß ich, das ist mir bewusst. Ich werde hier mit euch jetzt auch noch den ein oder anderen Trainer besiegen, werde aber natürlich wieder nicht alle mit euch machen, weil es einfach langweilig ist. Der schickt mir jetzt hier viermal Mirapla zum Beispiel in den Kampf. Da könnt ihr davon ausgehen, dass ich mit einem Glutexo, was Glut kann, nicht abkacken werde, ja? Also nur, dass ihr mal wisst, warum ich nicht jeden Kampf zeige. Das sind einfach One-Hit-KOs, weil wir aktuell auch mit dem Level gut drüber sind, muss ich sagen. Das hätte ich gar nicht so gedacht, dass wir da so krass sind. Ich werde aber einfach in nächster Zeit nicht mehr so krass trainieren. Warum wir mit den Leveln so drüber sind, hat, glaube ich, den Hintergrund, dass ich, um Carpa dort zu trainieren, halt auch einfach so krass immer ein anderes Pokémon mit reinschicken musste, weil ja Carpador keinerlei Attacken hatte, die effektiv waren, beziehungsweise die überhaupt Schaden gemacht haben. Deshalb musste ich immer Carpador als erstes hinsetzen, dann wieder ein zweites Pokémon reinschicken und so habe ich natürlich die anderen Pokémon mitgelevelt, auch wenn es extrem lang gedauert hat. Aber ja, so ging das halt und von daher haben wir jetzt natürlich da ein krasses hohes Level und sind halt natürlich den normalen Trainern weitaus überlegen. Ich sag mal so den normalen Arena-Kämpfen. Major Bob hatte gerade Rang 24. Waren wir nicht so weit drüber, sag ich mal. Okay, wir waren auf 26, glaube ich, mit Nidorino. Aber ansonsten waren wir da nicht so weit drüber. Oh, jetzt habe ich wieder hier gecheatet. Oh, Aeroass. Ui. Das ist eine Flugattacke. Oh, die ist gut. Die ist richtig gut. Alter, was kann denn Katja alles lernen? Die ist ja ein absoluter Allrounder. Wenn die jetzt noch Flammenwurf kann, dann wird das mein Pokémon... Dann lege ich Hütti ab. Später. Nee. Aeroass wäre, glaube ich, eine richtig geile Attacke. Die ist stärker als Windstoß. Ich glaube, Aeroass, eine extrem schnelle und unausweichbare Attacke. Die trifft auch immer. Die hat Genauigkeit über 100%, ja. Also die kann, glaube ich, nicht daneben gehen. Ja, ich bringe Claudi einfach Aeroass noch bei. Das ist ja besser als Windstoß. Wir können Windstoß definitiv drin lassen. Ich würde einfach Sandwirbel verlernen. Aber Aeroass auf Tauboga? Ist doch mega. Ich sollte vielleicht noch nicht alle TMs einfach so verbrauchen. Nicht, dass uns die Pokémon irgendwann wegsterben und wir dann keine TMs mehr haben, um die vielleicht anderen Pokémon zu geben. Dann haben wir natürlich ein Problem. Aber gut. Hier kommt ein Steintrainer. Den machen wir auch noch. Und zwar darf da der Janni ran. Der hat nämlich eine schöne Aquawelle. Und kann hier gegen die Gesteins-Pokémon schon ein bisschen was ausrichten. Das kann ich euch sagen. Das ist schon nicht ganz so verkehrt. Vorausgesetzt, es kommt ein Stein... Na, es kommt natürlich ein Kampf-Pokémon. Joa, freilich. Das haben wir jetzt natürlich nicht gebraucht. Schön. Ich bleib trotzdem mal drin und hau einfach mal eine Drachenwut-Attacke. Wie viel macht die? Ja, gut. Die macht trotz alledem ganz gut Schaden. Ich hätte jetzt weg sein können auf dem Flug-Pokémon, hab's jetzt aber nicht gemacht. Ich bleib jetzt einfach drin. Au. Biss hätte ich vielleicht nicht einsetzen sollen, aber mal Schollo schreck zurück, alles schick. Ich setze nochmal eine Tekke-Attacke ein.
Ich bleib jetzt drin in der Hoffnung, dass er jetzt als nächstes nochmal ein Stein-Pokémon reinschickt. Oh, nix. Jo, da bleiben wir definitiv drin. Da können wir mit einer Aquawelle nämlich richtig ziehen jetzt. Level 20. Oh, oh nein, nein. Oh. Aquawelle bitte, danke. Und weg damit. Das war's mit Onix. Tschüss, mach's gut. Spieler besiegt Wanderer Jens. Wow, das war etwas alles. Oh, ich habe keinen Einsatz Pokémon mehr übrig. Und gewinnen 720 Pokédollar. Das ist genauso viel, wie Gary uns das letzte Mal gegeben hat. Die alte, knausrige Socke. Was ist denn bei dem verkehrt, ey? Was steht hier unten noch? Ist hier irgendwas? Ah, okay. Dann machen wir mal den hier noch. Ha! Wie wäre es mit einem Kampf? Und ich würde sagen, dann beenden wir den Part und sehen uns nach der Route quasi wieder, bevor wir in die nächste Höhle gehen. Zeige ich euch dann. So, jetzt wird aber erstmal Kleinstein eingesetzt. Level 21. Eieiei. Okay. Jan wird gleich Level 26. Aquawelle. Los geht's. Schön eine Welle verpassen. Aus Aqua. Nennt man auch Aquawelle. Und Level 26. Das heißt, wir schwimmen auf der Erfolgswelle. Witz. Als nächstes wird Onix eingesetzt. So, dann machen wir es mal spannend, oder? Hüdi, du darfst. La 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 la. Lancelot. Der hat ja einen mega coolen Namen. Wir hauen Metallklaue rein. Lulu, Lulu, Lulu. Macht nicht mehr ganz so viel Schaden. Aber wir steigern unseren Angriff. Hüdi, der pumpt sich. Oh, oh. Ui. Das wird ein Kampf auf Augenhöhe. Da habe ich ja jetzt hier wieder mal ein bisschen. Wollte ich hier mal wieder auf die Kacke hauen. Jetzt sollte ich kein Risiko eingehen. Nochmal eine Metallklaue. Jawohl. Gut. Weil so eine Steinattacke ist natürlich. Dürfen wir nicht unterschätzen. Sollte man vielleicht nicht mehr unbedingt so den Allrounder Hütti einsetzen. Weil der hat natürlich auch gegen Gesteins-Pokémon einen Nachteil. Feuerheiler gefunden. Ja, wow, das hat sich ja gelohnt. Gut, Leute, ich würde sagen, das war's wieder für diese Folge Pokémon Feuerrot. Wie immer, in die Kommentare schreiben, wie ihr die Folge fandet. Smasht euch die Finger blutig auf der Tastatur. Ansonsten, wie immer, den Daumen nach oben nicht vergessen. Beziehungsweise in nördlicher Richtung, das ist ja mein Standardspruch. Falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dann bitte auch kostenfrei den Kanal abonnieren. Und auf meinem Instagram-Channel könnt ihr für vielen Real-Life-Scheiß auch mal gerne vorbeigucken. Ich danke euch wie immer, bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.